Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted. Wir befinden uns im wunderschönen Madagaskar. Ja, und es geht weiter in Richtung Schatzsuche. Jetzt mega cool hier in einem Offroader. Los geht's. Zack, gleich mal was umnieten. Muss ein Wegweiser sein. Halten wir die Augen auf. Wo es hingeht, weiß ich nicht. Aber wir fahren einfach mal den Weg entlang. Es wird dann uns schon hier klar werden, wo es lang geht. Da oben sehe ich schon Gebäude. Das nehmen wir uns gleich mal vor. Ich sehe da vorne Ruinen. Ruinen? Na, die Ruinen, die schauen wir uns mal an. Okay, Ruinen. Ja, viel mehr ist da nicht, aber vielleicht gibt es einen Hinweis, wie es weiter geht, in welche Richtung. Drücken Sie, um das Auto zu finden. Wie blödsinnig. Okay, da mal rauf. Was haben wir da? Oh, da liegt ein Schatz. Was haben wir da? Was ist das Cooles? Ja, kann ich mir vorstellen. Ist mir eigentlich auch wurscht, aber schaut cooler aus. Ich glaube mal, mehr wird hier nicht sein. Das ist ja schon ganz schön viel für so eine... Viel zu sehen. Ist das noch eine Ruine? Eigentlich ist es nur noch Müll. Und nein, ins Auto. Und? Kameraposition zurücksetzen. Kommt, aha. Wir weiter. Was man alles machen kann. Echt cool. Wie das Reserverad hinten wackelt. So Rennspiele mag ich eh recht gern. Vielleicht kommt's mal Uncharted Gran Turismo, Uncharted Race. Hey, bei unserem Glück, wie stehen die Chancen, dass der Vulkan genau jetzt ausbricht? Da ist der Vulkan. Ist erloschen. Glaub mir, das habe ich als erstes nachgesehen, als es hieß. Ist landschaftlich schon recht ansprechend hier, oder? Den billigsten Geländewagen gibt. Warte, Sully. Heißt das, du hast tatsächlich Nachforschungen an? Wo lang? Wir fahren weiter den Weg nach. Immer der Klugscheißer sein, Junge. Kommt es noch mal hier? Geh zu dem Steinhaufen. Eigentlich heißt es Steinbarke. Ja, aber ich mag das Wort nicht. Es klingt seltsam. Steinbarke. Nein, gefällt mir einfach nicht. Steinbarke. Handbremse. Okay. Das ist nichts, was man bräuchte. Ja. Weiter geht's. Hier ist anscheinend ein Flussbett, was gerade austrocknet oder nur noch sehr, sehr wenig Wasser führt. Wo ist man lang? Da hoch. Alles klar. Und auf geht's. Ah ja, da merkt man schon, da kämpft sich der Wagen hoch. Oh, eieiei. Geht das überhaupt? Ja, das geht. Sehr cool. Und über die Brücke. Okay, Junge, lass. Lass uns nicht abstürzen. Und? Klappt es? Hey, einmal Vollgas durch. Langsam und schön in der Mitte. Der fährt dann ganz langsam, ich gebe Vollgas. Uah. Voll gut. Alles gut. Uah. Okay. Da haben wir doch gut geschafft, oder? Ja, schön. Alle sind gesund. Das ist die Hauptsache. So, wo lang? Den schlammigen Pfad darauf, oder wie? Auf nach oben. Das klappt nicht, oder? Doch. Uiuiui. Ui, ui. Nee. So kommen wir nicht vorwärts. Dann da hoch. Das macht Spaß, so ein bisschen Abwechslung, mal ein bisschen Auto fahren. Nicht immer nur rennen und springen. Ich hab Matsch im Mund. Uiuiui. Ui, ui. Hey, langsam habe ich den Dreh raus. Na? Vielleicht, wenn ich auf den Steinen fahre, wird besser. Ja. Sehr gut. Es ist richtig cool hier mit dem Geländewagen. Was liegt da? Ich mag da kurz mal gucken. Schaut aus, ob es noch was geben könnte. Okay, Sekunde. Hast du was? Nee. Etwas schwül. Hab mich geirrt, da ist nichts. Fahren wir gleich weiter. Es ist wohl alles relativ. Hat Spaß gemacht. So, weiter geht's.
Eins ist ziemlich sicher, hier werden auch wieder diese Shoreline-Trottel irgendwo auf uns warten. Ist da ein Wasserfall? Cool, das hat man ja von unten gar nicht gesehen, oder? Naja, besser wir fahren zurück, bevor wir da rausgespült werden. So, Leute. Wir fahren... Ah, da oben sehe ich schon die nächste Ruine. Da schauen wir mal, dass wir irgendwie da hinkommen. Weiß aber noch nicht wie. Da habe ich ja gerade mal eine Runde spazieren gegangen. Okay, dann, wo geht's weiter? Da rauf. Da müssen wir rauf. Da sieht man sogar Spuren. Da, Reifenspuren. Ja, also. Was läuft da? Die einheimische Tierwelt. Genau, alles klar. Da sind wir richtig mit dem... Das gefällt mir. Da hinten ist auch noch ein kleiner Wasserfall. Aber erstmal noch so einen Steinhaufen wegrammen. Nein, ich... Hey, Victor, worüber hast du mir denn verletzt? Ich treffe den Steinhaufen nicht. Wo ist die Ruine? Da hinten ist die Ruine. Für eine Seilwinde hat das Budget also gereicht, aber nicht für eine Federmutter. So. Hey, das ist wichtig. Gerade Offroad. Kommen wir da rauf? Nee, da kommen wir nicht rauf. Doch, da kommen wir rauf. Das ist gut mit den Steinen. Das sind immer nette Hinweise. Wenn man die Reifenspuren sieht, nur da wird es doch nicht weiter rauf gehen, oder? Ah, doch, tatsächlich. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ui, ui. Was passiert? Hab ich irgendwas verbummelt? Probieren wir gleich nochmal aus. Achtung. Und hoch. Jetzt hat. Keine Ahnung. Gehört dazu, dass man auch mal runterfällt. Und jetzt? Da runter? Oder? Ja. Das Einzige, wo ich sagen würde, das macht Sinn. Hey, mach langsam, ja. Ui, ui, ui. Oh, ich steck fest. Jetzt sind wir wieder draußen, oder? Nee, wo stecke ich denn fest? Ach, ich bin mit einem Rad da schon über die Kante gefahren. Das ist aber gefährlich. Weiter geht's, Leute. Es ist richtig cool, also... Hoffentlich gibt's öfter mal so eine Action auf dem... Im Auto. Schön gemütlich. Sind auch richtig coole Wege hier. Ja, landschaftlich ist es so geil geworden, dass ich das angucke. Und da kann man auch überall rumfahren. Einfach klasse. So. Dann da diese Pfütze rauf, den schlammigen Weg. Was da? Nix weiter. Boah, ist ein guter Geländewagen. Ui, ui, ui. Und? Wie geht's weiter? Hoppala. Entschuldigung. Bin ich mit dem Hund kollidiert auf der Couch. Darauf? Ja. Nee, da geht's nicht rauf. Nee, da geht's nicht rauf. Steige ich mal aus. Oh, aussteigen geht gerade nicht. Ah, okay, hier ist schon die Winde. Ich kann bestimmt irgendwo dran binden. Dafür, dass er ein paar hundert Jahre alt ist, ist er gut in Schuss. Ja, hier. Das sind eindeutig Ruinen aus Averys Zeit. Das knoten wir mal schön an dem Baum herum. Und klipp, das dran. Aber zuerst gucken wir uns mal hier um. Was da noch so Schönes gibt zu entdecken. Oh, was haben wir da? Da kann er sich ein Tagebucheintrag noch machen. Kapitän der Fiery Dragon. Er operierte zu Averys Zeiten von Madagaskar aus. Also vielleicht rekrutiert Avery Piratenkapitäne. Wozu? Hat seine Wachposten? Das ergibt keinen Sinn. Nein. Okay. Na, vielleicht war jeder Captain für einen Turm verantwortlich. Wo lang? Können wir da rauf? Jawohl. Das ist garantiert nicht unser letzter Halt auf dieser Tour. Schauen wir, was wir hier noch entdecken. Oder erspähen.
Oh, da, ein Schatz, wie geil. Eine Banane. Alles klar, alles klar. Das hat sich doch schon wieder gelohnt, die Ruine da zu untersuchen. Können wir da noch mehr gucken? Nee. Da nochmal rauf. Gut, da kommen wir her. Ja, viel mehr wird es da wahrscheinlich auch nicht geben. Na, dann machen wir uns auf den Weg nach unten, oder? Zack. Haben wir das auch gesehen. Wirklich tolle Landschaft hier. Es macht einfach Bock, da rumzurennen, zu fahren, zu spielen. Gut, ist das Seil noch dran? Ja, das ist noch dran. Dann kommen wir da jetzt auch rauf. Hat Spaß gemacht. Und nein ins Auto. Okay, so, der Sully hat da gewartet, der Eudeknacker. Und auf geht's. Der Geländewagen kämpft sich nach oben. Das geht aber gut. Sehr cool. Binde, total nützlich. Das war ein Hügel. Sehr gut. Hat sie sich nicht bezahlt gemacht. Ah, noch nicht. Kleine Siege. Naja, ich feiere nur die Kosten. Alles klar, ist drin. Das war die erste Station, an der wir doch mal... Nee, die zweite sogar schon, wo wir es entdeckt haben. Und weiter geht's. Ja, echt cool mit dem Fahren. Schön. Stellt euch vor, ihr kommt hierher. Ein erfolgreicher Pirat, weit weg von eurer unterdrückenden Regierung. Die armen unterdrückten Piraten wollten doch nur in Ruhe und Frieden morden und plündern. Nein, nein, sie wollten als freie Männer leben. Ah, wenn man einen Ort zum Weglaufen sucht, wohin? Könnte man es wirklich schlechter treffen. Ich fahre nach oben. Nach unten geht's ja immer irgendwie. Ja, wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Vic, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie da ist doch... Ist da schon das nächste? Ich glaube, da ist die nächste Ruine. Können wir uns auch mal anschauen. Das schafft sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, die Male gesehen, man das Segeln erklären. Boah! Die hatten es echt einfach. Jetzt habe ich die Ruine verloren. Ah, da hinten. Kommen wir da oben entlang oder ist das eher unten entlang? Ich glaube, unten entlang. Ja, hier ist nichts. Können wir da trotzdem runterfahren? Wahrscheinlich endet das tödlich. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Oh. Nö, geht hey, schon. Nathan, mach mal halblang, ja? Okay. Anscheinend ist das Auto... Oh oh, ich habe alle umgebracht. Gott, alles klar. Da war man, da fahren wir unten entlang. Wir werden ewig bis zu diesem Vulkan brauchen. Geduld, Geduld. Weißt du, wie die Piraten hierher kamen? Sie legten in England ab, segelten nach Brasilien, zurück über den Atlantik nach Süden. So, wo ist dieses, die Ruine hin? Sie nur mit Papier, Karten und der Hilfe der Sterne. Hey, wir werden schon hinkommen irgendwie. Wie man das Segeln erklären? Der Punkt ist, wir hatten es echt einfach. Dauert halt. Okay, wo sind wir hier? Einfach mal runter, oder? Sag Bescheid, wenn ich die Augen aufmachen kann. Darauf, das sind schöne Spuren. Hier geht's weiter. Da gehen wir mal rein. Wir müssen, was dahinter ist. Das schaut so aus, als ob da noch irgendwas ist. Ausrüstung auf jeden Fall schon mal. Das ist wahrscheinlich wieder dieses Shoreline-Gedöns. Und ein Schatz. Ich hab... Ja... Jetzt hatte ich die letzten paar Male wirklich Glück mit einem Schatz. Cool. Das freut mich. Aber ich bin halt auch schon an haufenweise Schätze vorbeigerannt, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Macht aber nichts. Macht nichts, weiter geht's. Vorwärts. Vorwärts, das ist der Hinweis, den wir gebraucht haben. So, Pfütze. Darauf. Geht das? Jawohl, das geht. Durch das.
Uiuiui. Okay. Da wird schon wieder gebombt. Ich sehe sie. Hier. Was haben wir? Militärtypen, die rumschnüffeln. Na, Dienstleute? Yep. So eine Scheiße. Die haben einen alten Kolonievorposten entdeckt. Aber den falschen, oder? Das ist die gute Nachricht. Ja, das heißt, es gibt auch eine schlechte. Der einzige Weg zum Vulkan führt mitten durch sie hindurch. Oh, Scheiße. Aber wir sind im Vorteil. Was ist der Plan? Tu einfach, was ich tue. Okay, tu einfach, was ich tue. Ja, wir fahren da jetzt mal schön gemütlich hin, schleichen uns an, schießen alles kaputt und ziehen als Gewinner davon, Leute. Passt's auf. Lassen wir mal die Kiste hier stehen. Okay. Da sind ja schon wieder mehr als genug von diesen Volltrotteln. Okay, was muss man machen? Eins ist klar, lautlos können wir sie nicht alle abknallen. Da müssen wir wieder in Etappen vorgehen. Fangen wir mal mit dem Burschen an. Ja, das bringt zu wenig. Den bringen wir schnell um. Aber von woanders sehen sie uns doch. Wir können ja mal versuchen, wie lange das gut geht. Da ist schon der nächste Esel. Was hat der da? Da blinkt doch auch wieder was bei dem, oder? Ach nee, das ist dem seine Wumme. Wenn ich da raufkletter... Das wäre echt witzig, da alle so lautlos platt zu machen, aber das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Das muss man so machen. Jetzt haben wir natürlich die ganze Aufmerksamkeit. Okay. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir noch, doch die eine oder andere gute Waffe herbekommen. Eieiei, das sind so viele schon wieder. Ja, super. Mal schauen, hier mal Handgranaten. Schauen wir mal da in die Luft. Eieiei, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich krieg richtig krass Schläge gerade. Jetzt nehmen wir die andere Waffe. Okay, jetzt haben wir da nochmal ein paar fertig gemacht. Wir bleiben in Deckung. Der ist auch fertig. Nur noch 11 Schuss. Aber vielleicht bringt das uns was. Da hat doch einer gerade hier geschossen auf mich. Eieieiei. Leute, Leute, ich sage euch was. Ich stehe echt nicht auf die Schießereien. Lebt der noch? Okay, noch ein bisschen Munition einsammeln. Aber ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Okay. Okay, ich glaube, das war's. Verdammt! Rafe und Nadine haben sicher Dutzende von Leuten hier. Die könnten glatt aus Versehen über den Schatz stolpern. Ja, das haben wir gut gemeistert. Leute, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, zieht euch die nächste Folge auch noch rein. Vielen Dank fürs Reinklicken. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Würde mich tierisch freuen. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Ciao, vielen Dank.